Wie der Name schon vermuten lässt, stammt diese Rasse von der Neufundlandinsel an der kanadischen Atlantikküste, die ursprünglich von nomadisierenden Inuit und Indianern besiedelt war. Im 18. Jahrhundert bekam diese Rasse von einem englischen Kapitän ihren Namen, Neufundländer, und wurde aufgrund ihrer Eigenschaften nach Europa exportiert. Sein Charakter ist von Ruhe und Ausgeglichenheit geprägt. Er ist ein freundlicher und unternehmungslustiger Hund. Die Widerristhöhe beträgt im Durchschnitt 71 cm beim Rüden und 66 cm bei Hündinnen. Der Rüde ist in der Regel ca. 68 kg schwer. Die Hündin ist mit ca. 54 kg etwas leichter und kann in ihren Proportionen etwas länger sein als die Rüden. Die Liebe zum Wasser und zu den Menschen machen den Neufundländer zum ausgezeichneten Rettungshund. Durch sein doppeltes Haarkleid, zwischen dem sich ein tragendes Luftpolster bildet, sowie seine dem Schwimmen angepasste Anatomie, ist er in der Lage, kleine Boote oder Menschen aus dem Wasser zu ziehen. Außerdem ist es eine artgerechte Beschäftigung, die den Hund viel besser auslastet, als immer nur Gassi gehen. Durch angelernte Kommandos weiß der Hund auch in extremen Situationen, was von ihm gefordert wird. Furchtlos wird er sich immer wieder ins Wasser stürzen, um auch mehrere Personen gleichzeitig zu bergen. Eine ebenso artgerechte Beschäftigung für die Neufundländer ist das Ziehen eines Bollerwagens. Die Ausbildung zum Zughund kann erst mit etwa 1,5 Jahren begonnen werden. Dabei wird anfangs meist ein Reifen gezogen,